Hallihallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Minecraft-Projekt, meinem neuen Let's Play zu Minecraft mit Mods. Und die zeige ich euch zuerst mal Optifine, dann das Codeback Forge Modloader, das ist natürlich klar, Minecraft Forge ist auch klar. Dann das Emibis Microblocks, damit man kleine Blöcke herstellen kann und seitliche dünne Blöcke und so weiter. BSP KRS Core für Tricapitator, glaube ich. Dann den Carpenter's Block. Carpenter's Block, das sind so eckige Blöcke, Blöcke, die man so zerknitten kann, uneben machen kann und so. Craft Guide, damit ich sehen kann, was ich Sachen machen kann, craften kann, wie ich craften kann. Custom NPCs, das ist übrigens der Mod, den ich, für das ich das neue Projekt gestartet habe, weil damit kann man NPCs machen, also nicht Spielercharaktere, Quests und so weiter, und das wird sehr viel Spaß machen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir natürlich auch euch selber aufsagen in die Kommentare und ich werde sie irgendwo hin platzieren. Da dürft ihr das natürlich auch alles wünschen. Emibiscore, das ist auch für irgendwas. Dann Mistcraft, sehr wichtig, damit wir genug farmen können, ohne die Gegner zu zerstören. Und Voxelmap. So, ja, dieses Projekt wird sehr interaktiv sein. Ich werde euch wünschen lassen, ich werde euch, ja, Verbesserungsvorschläge wünschen lassen. Ich werde sehr auf euch eingehen. Ihr dürft Kommentare schreiben, was ihr wollt. Einfach eben auf die Regeln im Kanal achten. Ihr dürft diskutieren, ihr dürft ja alles Mögliche machen und ich werde einfach spielen und werde dann eure Ratschläge und so, eure Wünsche befolgen. Ja, ich werde aber natürlich extrem blödsinnige Sachen oder grässliche Bauwerke nicht machen, wenn viele dagegen sind. Ich werde extra dann einen Kommentar verfassen, wenn ich nicht sicher bin, ob das allen gefällt. Und dann dürft ihr dort, ich werde noch dazu schreiben, gefällt es euch nicht. Wenn es euch nicht gefällt, dann like dieses Kommentar. Das heißt dann nicht, ihr wollt es, sondern ihr wollt es nicht. Und so als Abstimmung. Also ich habe hier eine neue Welt erstellt kurz. Da gehen wir kurz rein und holen den Seed. Ich habe da nicht weiter erkundet. Ich habe nur ein paar Sachen getestet, wo ich mir nicht sicher war, ob es geht oder nicht. Und alle Mods sind auf 1.72. Ich wollte noch den Geostrata Mod reintun, aber da hatte ich kein Texture Pack gefunden und der war nur bei 1.64, also habe ich ihn nicht mitgemacht, also ja, reingetan. Weil der Bereich bringt sehr viele neue Steine und ja, irgendwie gefällt mir der Mod mit neuen Steinen zu Dingen. Also hier ist das die Map. Und hier drauf werde ich wahrscheinlich auch das Haus gründen, wenn ich es finde. Und wir brauchen den Seed mit slash Seed. Okay, kann man das irgendwie... Ja, Mist. Mist, ich habe nichts zum Schreiben hier. Ja, Moment kurz. Ich dachte, man kommt es kopieren. Jetzt muss ich es aufschreiben. Geht einige Zeit. 4, 6, also 4, 6, 1, 2, 2, 5, 5, 2, 8, 2, 4, 7, 8, 1, 5, 0, 8, 8, 6, 4, 6, 1, 2, 2, 5, 5, 2, 8, 2, 4, 7, 8, 1, 5, 0, 8, 8, 6. Gut, dann können wir schon in die neue Welt gehen.
Ich werde natürlich jetzt dann noch alles genau erklären, was die Mods machen und so. Alles nacheinander. Wir nehmen sie, wir nennen sie Dragonia, das habe ich auch in den vorherigen Projekten Modpacks und so gemacht. Und hier müssen wir überleben. Hier machen wir Cheats an und Bonus zu machen wir aus. Bauwerke generieren an und hier auf große Biome, sonst geht ja der Seed nicht. Also, jetzt muss ich da wieder sichtbar haben. 4, 6, 1, 2, 2, 5, 5, 2, 8, 2, 4, 7, 8, 1, 5. Ist das eine 6 oder eine 0? 6 haben wir gesagt. 8, 8, 6. Ich hoffe, es stimmt so. Und ist das eine 0? Ja, wir probieren es jetzt einfach mal so aus. Wir werden es ja sehen. Hier ist halt ein bisschen verpixelt alles. Ich weiß nicht wieso. Weil irgendwie das. Jetzt plötzlich ist es wieder gut. Also, ja, ich werde jetzt einfach mal die Rohstoffe besorgen, die solche Mods brauchen. Und dann werden wir eigentlich beginnen mit den Sachen. Ja, es ist falsch, dann ist es eine 0 gewesen. Ach, sorry. Tut mir leid für den Fail. Ich habe so schlecht geschrieben. Ich kann nicht mal meine eigene Schrift lesen. Also, die Zahlen. Okay. 4, 6, 1, 2, 2. 5, 5, 2, 8, 2. 4, 7. 8, 1, 5, 0, 8, 8, 6. Jetzt muss es aber stimmen. Ist alles gut? Also. Und ich habe schon mal etwas herausgeplant, weil natürlich am Anfang noch nicht so viele etwas für sich wünschen wollen und so weiter. Und ja, wir haben genug Platz und wir können auch die Mistkraftwelten brauchen, für etwas zu bauen. Aber sie werden natürlich nicht so schön aussehen wie die Originalwelt. Und, hä? Geht's noch? Das sind Wölfe. Wieso geht das nicht? Was habe ich denn falsch? Habe ich irgendwas falsch eingeschrieben? Oder spawnen wir irgendwo anders? Ich habe extra nochmals kontrolliert. Ja, jetzt kann ich es natürlich nicht mehr. Das ist eine 1, das ist eine 5, das ist 8, 8, 6. Nochmals. Sonst machen wir einfach eine neue Welt. Ich habe große Biome genommen. Es muss so sein. 4, 6, 1, 2, 2, 5, 5, 2, 8, 2. 4, das ist S7. Das ist eine 8. 1, 5. 0, 6, 8, 8, 6. Muss doch so stimmen. Was ist denn falsch? Sonst laufen wir einfach ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass es jetzt wieder dieses Biom ist. Ich mag es zwar auch, aber ich möchte nicht dort bauen. Sonst werde ich ja die Aufnahme unterbrechen und ein Seed suchen. Ja, es ist ein Ja. Was habe ich denn falsch geschrieben das letzte Mal? Es ist ein Seed. Genau, das ist der Seed. Okay, dann Waypoint machen mit Spawn. Die Farbe wähle ich
So bräunlich dunkel. So. Also das dunkle Teil. Das braun-rot-dunkle, das ist der Spawn. Zum Merken. Okay, jetzt haben wir rechts oben eine Minimap mit den Koordinaten unten. Und ja, da können wir dann die Waypoints hinsetzen zum Ding. Und es laggt kurz einen Moment. Oh, Fraps, bitte nicht. Fraps. Gut, Fraps hat sich erholt. Anständig bleiben. Also schauen wir nochmals kurz auf die Map. Hier ist wirklich kein anderes Biom in der Nähe. Dort unten ist es ein bisschen hell. Aber das ist normal. Weil ich mir ja auch große Städte und so bauen. Und wenn ich da kleine Biome nehme, da tut sich nicht so gut. Optionen. Wir haben friedlich. Machen wir auf einfach. Wir wollen ja auch ein bisschen herausfordern. Ah, dafür machen wir noch kurz die Game Rules an. Nämlich. Was? So, jetzt. Keep. Inventory. Das ist, dass wir nach dem Tod die Items nicht verlieren. Weil ich finde es schon ein bisschen unfair, wenn ich durch Lex, durch Fraps oder so die Items verliere. So. Und dann noch Ding. Mob Griefing auf falsch. Weil dann tun Creeper nicht zerstören und die Endermänner klauen nichts. So. Gut. Dann haben wir das. Später kann ich dann auch auf schwer machen natürlich. Also wir sehen auf der Karte sogar die Mobs. Okay, gut. Aber natürlich wird das uns nicht so viel helfen, weil wir werden natürlich nicht immer die Konzentration auf die Map haben. Und deshalb bringt es das auch nicht. Ich nehme hier noch eine Beke mit. Damit wir die irgendwo setzen können. Vermehren können und so weiter. Also ich werde sehr früh schon mit dem NPC-Mod, Custom NPC, anfangen. Und dass wir nicht so einsam sind im Let's Play. Und wenn wir hier Spinnen finden, viele, dann können wir eigentlich schon anfangen zu angeln. Ich hatte noch Glück, dass alle 1.72 waren, die Mods. 1.79, weil Forge noch nicht draußen ist für 1.79 und auch nicht rauskommen wird eventuell, weil Forge auf 1.8 wartet. Weil Forge dachte, ja, die brauchen nicht lange für 1.8 und so. Aber leider stimmte das nicht. Okay, dann haben wir zwei Setzlinge von hier. Oh, wir haben ein Achievement bekommen. Das ist wahrscheinlich ein sehr seltenes und schweres Achievement. Im Story öffnen. Oh, cool. Also, ich möchte hier irgendwo eine Höhle finden, um die Steine zu sammeln. Oder wir könnten es hier drüben machen. Hier hat es nämlich Gravel. Irgendwie ist das Wasser ein bisschen auf die Entfernung ein bisschen komisch. Könnte von Optifine sein. Oder an meiner Grafikkarte liegen, aber ich hoffe es nicht. Ah, hier unten. Wir haben eine Höhle gefunden. Also jetzt müssen wir hier einen Crafting Bench machen. Eine Werkbank. Ein paar Stäbchen, die machen so. Und so geht eine Spitzhacke aus Holz. Oh. Und das noch einer weiß. Das ist nämlich sehr schwer zu merken. Also,
Wir brauchen ein paar Steine für den Ofen und so. Und wir brauchen noch Steine für eine Steinspitzhacke und eine Steinaxt. Vielleicht noch eine Steinschaufel, ja. Und hier Kohle. Das ist Kohle, 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 Kohle. So. Die restliche Kohle können wir uns merken. So. Kohle. Okay. Merken wir uns das. Das können wir abbauen. Also zuerst craften natürlich. Zuerst den Ofen. Dann eine Spitzhacke. Dann haben wir aber zu wenig Steine für eine Axt. So. Eine Axt. Gut. Dann gehen wir nach oben. So. Und suchen uns das Ort, was wir das letzte Mal... Das müsste hier sein. Also, ich renne ein bisschen. Ich verliere keinen Hunger. Wieso verliere ich keinen Hunger? Vielleicht steckt das ein wenig. Ich denke... sind die doch falsch. Gehen wir hier irgendwo an den See. Vielleicht ist es der untere See. Kann sein. Wir brauchen vor allem jetzt hier mal ein paar dieser Körner. Für den Weizen. Für das Weizen. Die Rosen möchte ich gerne pflanzen irgendwo. Und dann für Färbemittel gebrauchen. Die nehmen wir auch mal mit. So. Und ganz wichtig hier das Zuckerrohr. Für die Bücher, für Mistkraft. Gut, hier oben. Wir gehen übrigens nach Süden. Ja, also hier unten eher. Müssen wir schauen. Wir könnten hier drauf das Ding machen. Das erste Haus. Oder wir gehen noch weiter nach drüben. Ich sollte einfach langsam. Habe ich jetzt wirklich auf einfach? Ja, ich habe auf einfach. Das sieht lustig aus. So ganz geradlinig. Ich könnte es auch hier machen. Es wäre ein bisschen safer, weil hier nicht so viele Zombies und so spawnen können. Kann ich das direkt hier so machen. Dann machen wir unsere Höhle hier unten und gehen dann rauf. Dann haben wir es safe. Auch wenn es Minecraft nicht so schwer ist, kann ich das lieber ein bisschen safer machen. Hat ein bisschen besseren Flair. Also, dann mache ich hier die Ding und den Ofen. Und hier mache ich zu mit Eichenbrettern. Die Zeit muss ich dann noch heraus. Also, muss ich dann noch sehen, wie viel Uhr dann ist und so. Also, machen wir ein bisschen Holzkohle. Und ich denke mal. Hier kann ich ein Fenster machen. So. Dann können wir mal schauen, wie viel Uhr es ist. Also machen wir unsere erste kleine Höhle. Und dann darauf das erste Haus. Und dann können wir immer noch in schönere Gebiete umsiedeln. Vielleicht kann ich es auch an der Minimap sehen, was für Zeit also es ist. Ich hoffe jedenfalls.
So, dann können wir hier unser erster Garten anpflanzen. Aber ich habe noch kein Eisen, genau. Ja, das ist schlecht, hier Wasser reinzubringen ohne Eisen. Da müssen wir uns kurz ein bisschen, meinen. Ding haben wir leider auch nicht und es wird dunkel, ja. Dann machen wir hier unsere Ding. Unsere Mine. Ich hoffe, ich finde genug schnell Ding, sonst verhungern wir nämlich, weil wir kein Essen haben. Das ist schlecht. Ja, jetzt ist es dunkel, das ist schlecht. Jetzt können wir nicht mehr so leicht draußen nach Nahrung suchen. Tiere habe ich überhaupt nicht viele gefunden. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Sonst hätte ich ein paar schlachten können. Ja, auf der Map ist auch kein Tier zu sehen. So. Machen wir uns neue Spitzhacken. So, ich muss neue Stöcke herstellen. Und jetzt Spitzhacken. Genau. Noch eine Truhe, eine Doppeltruhe. So. Hier tue ich mal das Zeugs rein, hier, das ich gerade nicht brauche. Ja, ein Stack Cobblestone kann auch noch rein. Und die Spitzhacke. Die Holzspitzhacke, die ich ja nicht mehr benutzen muss. So, dann fängt auch schon bald mit dem ersten Essen das NPC-Sachen kreieren an. Dann machen wir zum Beispiel einen Minenarbeiter, einen Holzfäller und so weiter. Und ein paar Wachen. Ein paar Verkäufer, die können dann wirklich etwas verkaufen. Aber dann muss ich die Sachen selber einbringen. Okay, wir haben Gräbel gefunden, aber kein Eisen. Und wir verlieren immer mehr Hunger. Jetzt haben wir so viel Weizenkörner, aber kein Wasser. Ich könnte es, kann es anpflanzen, aber es wächst langsam. Genau, stimmt. Aber wir gehen jetzt bis zur Hälfte, gehen jetzt nach etwas suchen. Eine Höhle haben wir hier. Okay, dann gehen wir mal runter zur Höhle. Das ist Kies, ich brauche Stein. So. Hier ist Lava. Ja, jetzt ist gut. Also, hier haben wir Eisen. Sehr schön. Wir saven hier gleich mal ein bisschen und bauen das Eisen ab. So, noch mitnehmen. Noch ein bisschen Kohle. Das gleich nebenan ist. Jetzt muss ich schauen, wie das Ding geht, Kraftguide. Mit G. Okay, Set Item. Das könnte man zum Beispiel hier, den Buchständer. Dann sieht man, wie der Buchständer geht. Das ist noch sehr toll gemacht von diesem Mod. Da
Dankeschön, Mod-Entwickler. Also. Eben hier geht's nicht mehr weiter. Weil die Höhle dazwischen ist, aber ich werde wahrscheinlich die Höhle geradeaus machen dann. Wenn wir viel Holz haben, können wir dann auch so einen Treppen schräge Blöcke hin tun. Wenn ich die gut machen kann. Paar Fackeln noch herstellen. So. Schauen wir mal raus, machen eine Tür, genau. So. Huha. Ich könnte hier schon mal den ersten Garten machen. Das sieht gar nicht mal so schlimm aus hier. Und hier. Okay. Also der erste Creeper kommt schon mal. Ich brauche ein Schwert. Ja, ein Eimer ist wichtiger. Und jetzt brauche ich noch mehr Eisen von unten. Da hätte ich mir doch eher ein Ding machen sollen. Eine Spitzhacke. Weil eventuell finden wir kein Eisen mehr, außer... Ich habe noch, glaube ich, ein bisschen gefunden. Nein, es ist eigentlich egal, was wir machen. Ich brauche jetzt einfach eine Hacke und... Ah, jetzt habe ich noch einen Pflasterstein zu wenig. Ein Schwert, bitte. So, jetzt ist gut. Mit dem restlichen Eisenbahn kann ich jetzt gar nichts machen. Den hier so. Und jetzt schaue ich, dass ich den Creeper erledigen kann, ohne dass er explodiert. Er macht eben zwar keinen Gebietsschaden mehr. Er ist gar nicht hier. Hm. So, jetzt das Weizen. Gut, jetzt muss es nur schnell genug wachsen. Da wir hier ausgeleuchtet haben, ist das eigentlich egal. Ah, hier kommen zwei Zombies. Grüß Gott. Na, machen wir eine Wasserschlacht. Yeah, Baby. Also, ja, ich werde natürlich auch selber ein bisschen rollenspielartig machen. Ja, um das Let's Play nicht zu allzu langweilig zu machen, natürlich. Und wir haben eine Invasion der Zombies. Und alles mögliche, also ich werde verhindern, dass es Let's Play langweilig wird oder so. Natürlich wird es für ein paar mehr langweilig, zum Beispiel für die, die Minecraft schon in- und auswendig kennen und so weiter. Natürlich, aber ich sorge dafür, dass es recht abwechslungsreich bleibt und ja, nicht allzu langweilig. Kann man das machen? Nein, den Mod ist nicht drin. Aber ein Versuch war es ja wert. Weil es gibt einen Mod, der heißt Rotten Flesh to Leather. Dann wird das Leder draus. Gut, das haben wir. Jetzt holen wir noch mehr Ding. Wir holen noch ein bisschen Wasser. Da ist ein Skelett. Okay. Wir müssen noch Eisen holen für eine Eisenspitzhacke. Damit wir ein bisschen schneller graben können. Also meinen können und... ja, damit wir mehr Erze abbauen können. So, dafür habe ich jetzt einen Eimer gemacht. Unter anderem, und das zweite war ja, dass ich einen Garten auch innen machen kann, im Haus drin.
für eventuelle Notzwecke oder so. Dann machen wir noch eine schöne Brücke nach auf die andere Seite, können wir dort noch mehr Garten bauen. Und dann haben wir genug Essen. Wir gehen aber noch ein bisschen weiter. Wir haben hier noch eine Spitzhacke, glaube ich. Ja. Und hier haben wir überall Eisen. Also Eisen ist nicht mehr so selten wie früher. Früher war es noch recht selten. Also es gab, glaube ich, ein Patch, also eine Version lang, wirklich sehr wenig Eisen. Und Kohle wurde natürlich auch sehr viel häufiger. Für mich als Sucher ist es ein bisschen blöd, dass Kohle so häufig wurde. Und ich wollte ja weitergehen. Eisen, ja, plötzlich dann so häufig wird nach einiger Zeit. Oh, der hat ein Schwert, ein Eisenschwert. Okay. Ja, das ist möglich. Ah, hier haben wir schon das erste, die erste Schnur, die ersten Fäden. So. Also bis jetzt geht alles schon recht gut. Keine Face mehr wie am Anfang wegen dem Generieren des Seeds. So, und das nicht Kopieren des Seeds aus dem Ding. Hier haben wir Obsidian. Das kriegt man aus nicht fließend, also ruhigem Lava. Muss man einfach Wasser drauf tun und dann hat man Obsidian. Und das braucht man ja für ein Portal und so weiter. So, ich muss hier nach oben. So, jetzt müssen wir noch so hüpfen, brauchen wir ein bisschen viel Hunger. Aber ja, wir könnten das verrottende Fleisch essen. Ab da kriegen wir noch mehr Hunger. Also es geht noch schneller, solange wir grüne Fleischteile haben. Fleischkohle. So, jetzt die Birken sollte ich noch anpflanzen. Das verrottende Fleisch nehme ich mit zum Hungertilgen, solange wir kein Weizen haben. Und ja, zum guten Glück müssen wir das nicht im Real Life essen. Also, wir haben hier schon mal ein bisschen Ding. Jetzt kommt der Tree-Captor-Mod zum Einsatz. Der macht, dass wir das nicht einzelne Blöcke abbauen müssen, sondern nur unten. Geht aber ein bisschen länger, wie ihr seht. So. Noch ein bisschen Eichen, bitte. So. Diese Rosen lasse ich mal hier. Dann machen wir ein bisschen Holzkohle. Nebenbei und wenn das Weizen gewachsen ist, können wir schon mal die ersten NPCs erstellen. Ja, wir tun hier noch eine Birke hin. Und jetzt erkunden wir mal die Gegend nach Tieren oder so. Wenn wir wirklich hier gar keine Tiere haben, weil wir brauchen Hühner und Kühe, muss ich halt ein paar spawnen. Aber ich werde nicht mehr als 2 pro Tierart spawnen, damit wir die wenigstens züchten können. So, wir brauchen Tinten fest, also Fläschchen. Und dafür brauchen wir diese Tintenbeutel.
nicht ertrinken, bitte. Auf der Karte ist immer noch nichts zu sehen von Tieren. Also müssen wir die wahrscheinlich spawnen lassen, das erste Mal. Ein andermal können wir dann schon die Tiere umpflanzen. Umsiedeln, eher gesagt. Aber was ich noch machen muss, ist ein Waypoint bei unserem Haus. Sonst finden wir unser Haus nicht mehr. Das wäre nicht gut. Aber ich weiß ja noch, wo das Haus ist. Ich gehe einfach hinten durch. Also ein Schwein habe ich schon, aber das brauche ich nicht. Schweine. Ja, die Farbe ist relativ gut. Ich mache es aber noch ein bisschen heller. So. Ich hoffe, die despawnen nicht. Nein, ich glaube, Tiere despawnen nicht. So, schauen wir uns hier mal um. Eine Höhle, eine Tiefe. Gut zu wissen. Ja, da müssen wir aber wieder außen herum. So. Ja, das. Das Blöde ist halt, dass man die nicht so gut hier rauskriegen. Ich denke, ich werde die einfach so dann spawnen. Und schlachte sie jetzt schon mal, damit wir wenigstens Fleisch haben. Aber das werde ich wahrscheinlich auch nicht braten. Weil die kriegt man hier nicht raus. Das ist unmöglich, die KI ist zu schlecht. Ja, dann bleibt halt hier. Dann habe ich wenigstens 3 Fleisch. So. Aber damit ich weiß, dass ich hier Schweine gefunden habe, lasse ich den Waypoint noch hier. Und wir gehen jetzt rüber zum Haus. Gehen oben durch. So. Diese Blumen lasse ich hier. Und jetzt haben wir wirklich langsam wenig Hungerbalken. Hungerbalken verschwindet bald. Das heißt, wir verhungern. Bekommen Schaden. Oh Gottchen. So, hier sind wir wieder. Genau an dieser Stelle, die ich gemerkt habe. Also mache ich hier das Haus. Markiere ich hier das Haus. Und wir nehmen eine schöne Farbe, zum Beispiel blau. So. Hier haben wir übrigens eine Höhle, habe ich gar nicht gemerkt. Das Weizen wächst. So, das Weizen wächst und jetzt können wir hier schon mal das Fleisch braten. Und tun ein paar Sachen hier hinein. Was wir gerade nicht brauchen. Das Fleisch will ich nicht reintun. Wir brauchen noch einen Faden, also noch eine Spinne töten für eine Angel. So, und da möchte ich gerne noch ein bisschen Holzkohle haben. So. Wie können wir das noch reintun? Und gehen jetzt meinen mit einer Eisenspitzhacke. 2 Eisenspitzhacken. Dann habe ich noch Eisenaxt zum Herstellen und ein Eisenschwert. Aber das im nächsten Part, weil der Part wird sonst zu lange. Mit den 8 Eisen könnten wir noch eine Hose machen oder eine Rüstung. Eine Risse. So. Ja, da brauchen wir mehr Eisen natürlich. Ich habe alles verschwendet aus 1 Eisen hier. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und tschüss.